Anspannung baut man eigentlich den ganzen Tag über auf. Man hat seinen normalen Stress vom Aufstehen bis zum Schlafengehen und nur selten kommt man dazu, wirklich zur Ruhe zu kommen, loszulassen und dann auch wieder für Entspannung zu sorgen. Das heißt, von morgens an baut sich Spannung auf und das betrifft dann auch muskuläre Spannung im Kieferbereich, im Nackenbereich, im Schulterbereich und am Abend kommt man blockiert, verkrampft und angespannt nach Hause und dann schafft man es auch gar nicht mehr bis zum Schlafen wieder runterzukommen. Damit das nicht passiert, ist es wichtig, immer wieder zwischendurch für eine ganz kleine und kurze Entspannung zu sorgen, die möglichst keine Zeit kostet, die einen möglichst gar nicht erst aus dem Fluss der Arbeit und der ganzen Verpflichtung herausbringt, sondern die kurzfristig für eine Entspannung sorgt, damit die Spannung sich nicht ganz hochschaukelt, sondern immer wieder in kleinen Schritten runtergeht und dann am Abend auf einem relativ erträglichen Niveau ist. Und dafür gibt es eine perfekte Übung. Diese Übung, die für eine sehr kurze Entspannung sorgt, die aber sehr effektiv ist und wenn man sie öfter am Tag macht, eben dafür sorgt, dass man abends auch entspannt ins Bett gehen kann, trotz Stress, trotz vieler Verpflichtungen, die kann man in 4 Schritte unterteilen. Der erste Schritt ist, die Schultern, die man normalerweise ziemlich weit vorne hat, gerade bei sitzenden Tätigkeiten, nach hinten zu nehmen. Ganz leicht nach hinten nehmen, dass sie wirklich seitlich vom Körper sind und nicht irgendwo hier vorne sich fast berühren. Also, erster Schritt, Schulter nach hinten nehmen. Zweiter Schritt ist, Kopf aufrichten. Und zwar nicht, indem man ihn nach hinten kippt zum Beispiel, sondern indem man sich vorstellt, oben wäre ein Marionettenfaden, der den Kopf nach oben zieht. Das heißt, die Wirbelsäule so ein bisschen auseinanderzieht. Das führt dazu, dass durch die Schulter, die nach hinten geht und der Kopf so ein bisschen nach oben geht, erstmal eine ganz andere Haltung hier oben reinkommt. Und dann ist entscheidend, der dritte Schritt, loslassen. Und zwar sowohl die Schultern, die meistens nach dem nach hinten nehmen immer noch zu hoch stehen, einfach runterfallen lassen und den Kiefer locker lassen. Das muss dann nicht übertrieben sein, dass der gleich ganz aufgeht. Das sieht immer ein bisschen doof aus, sondern man kann auch mit geschlossenem Mund den Kiefer lockern. Sichtbar ist schon ein bisschen, dass der nach unten geht, aber der Mund bleibt geschlossen. Und die Zungenspitze berührt die obere Zahnreihe. Und dann hat man erstmal eine gute Ausgangsposition. Schulter nach hinten, Kopf aufrichten, loslassen. Und dann ist es wichtig, 3-4 Mal auszuatmen. Ganz bewusst so richtig die Luft rauslassen sozusagen, die sich da ja auch mal anstaut. Durch die Nase wieder einatmen und wieder ausatmen. Wenn man möchte, kann man das noch mit so einer Handbewegung unterstützen beim Ausatmen. Nochmal ganz bewusst loslassen, runtergehen, die Hände nach unten führen und beim Einatmen die Hände wieder nach oben führen. Mit dieser Übung, die 4-5 Sekunden dauert, kann man tatsächlich, wenn man sie öfter in den Alltag einbaut, dafür sorgen, dass man gar nicht erst so viel Spannung aufbaut und abends doch relativ entspannt ist.